Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrem Geburtstag, wünsche Ihnen eine stabile Gesundheit, viel Freude und natürlich auch gottesreichen Segen, ohne den ja, wie wir alle wissen, nichts gelingen kann. Erzbischof, wir, die Donauschwäbische Tanz- und Folkloregruppe aus Reutlingen, wünschen Ihnen zu Ihrem Jubiläum nur das Beste. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Energie für alle kommenden Aufgaben, für viele weitere Jahre. Wir wünschen Ihnen einfach alles Gute zum 75. Geburtstag. Dass eine Frau aus meinem Heimatort, die heute die 91 Jahre ist, aus der gleichen Straße hier ist und die noch sich erinnert, wie man gesagt hat, dass da bei uns im Hause Zollitsch ein kleiner Bub geboren wurde. Sie merken, die Erinnerung ist da und ich freue mich darüber. Es ist ein langer Weg, der mich hierher geführt hat. Aber ich habe gespürt, ich bin von Gott geführt worden. Und das ist das, was ich auch als Verpflichtung empfinde. Ich freue mich, liebe Gäste, dass so viele gekommen sind. Ich sehe dies als Zeichen der Verbundenheit mit mir, als Zeichen der Sympathie, als Zeichen der Unterstützung. Und das ist für mich das eigentlich große Geschenk dieses Tages, dass Sie, liebe Gäste, hier sind.